bin dann in Bari noch so 2 bis 3 Stunden rumgelaufen. Habe ich mir Bari noch angeschaut. Dann ging ich weiter mit dem Zug. Die Fahrkarte hat 2 Euro mehr gekostet, gehabt für den Flixbus. Der Flixbus war glaube ich 33, 34 Euro, die Fahrkarte war 35 oder 36 Euro. War es mir wert, weil im Zug hat man mehr Platz. Es ist komfortabler wie im Flixbus. Ich hatte mein Booking von booking.com, um ein bisschen Werbung reinzubringen. Ja, da habe ich gesehen gehabt, vom Bahnhof aus sind es gerade mal 700 Meter oder 500 Meter. Also laufe ich da drunter. Ich bin dann vom Bahnhof raus, bin dann runtergelaufen. Es war ja nicht so weit. Und dann kam ich in ein Viertel mitten in der Nacht drin, wo man eigentlich gar nicht rein will. Es war so 10 Uhr, es war dunkel und da will man ja eigentlich in so ein Gebiet nicht rein. Da sind überall, ist der Müll rumgelegen, es hat so gossenmäßig ausgesehen. Dann sind die Gangs rumgestanden an die Ecken und es war eigentlich ein Gebiet, das man meidet. Jede Mama sagt, Sohn, bleib weg von dem Gebiet, da hast du nichts verloren. Und dann habe ich die Straße gefunden von dem Hostel, habe das Haus gefunden. Und da war kein Schild an der Tür. Kein Schild, da geht es zu dem Hostel. Es war kein Schild da, das ein Hostel ausgewiesen hatte. Keine Türklingel, die angegeben hatte, hier ist ein Hostel, wo ich klingeln soll. Und da kam ein Mann zur Tür raus. Der Mann, der zur Tür rauskam, den habe ich angesprochen, kann er gesagt hat, ja, wo ist denn da das Hostel? Da soll ein Hostel sein. Sagt er zu mir, da ist kein Hostel im Haus. Und dann zeige ich ihm die Adresse auf Booking, wo bestätigt wurde. Und dann guckt er die Adresse und sagt, ja, das ist das Haus. Aber ein Hostel ist hier nicht. Seine Adresse würde er selber kennen, wo er wohnt. Dann bin ich an mich reingelassen, hat er gesagt, ich soll einfach mal hochgehen, 3. Stock. Ich soll mir das mal anschauen da oben. Und soll mal schauen, ob ich Hostel finde. Bin hochgegangen, da war kein Hostel oben im 3. Stock, da war gar nichts, das waren private Wohnungen. Und da bin ich wieder raus und wo ich runterkomme, steht ein Mann an der Tür am Haus. Dann habe ich den Mann gefragt gehabt, wo das Hostel sei, ob der den Hostel hier kennt. Dann sagt er zu mir, ja, die seien sehr unzuverlässig von dem Hostel, aber ich nehme dich mit, komm mit mir, ich zeige dir einen schönen Platz, wo du übernachten kannst, wo du ein angenehmes, schönes Übernachtungsmöglichkeit findest. Ich fahre dich dorthin. Und das Hostel, das sei nichts.
Arbeitsamt gesagt gehabt, nein danke, habe keine Lust drauf, ich suche was. Dann bin ich raus zur Türe, habe die angerufen gehabt, da ging niemand ans Telefon ran, da ging irgendwie bloß eine Bandansage ran und das war alles. Dann bin ich zur Tür raus und da ist gerade in ein Auto eine schwangere Frau eingestiegen mit einem Mann. Und dann habe ich die angesprochen gehabt und habe gesagt gehabt, hey, kennt ihr ein Hostel hier? Sagen die, ja, hier gibt es ja einiges. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Booking in diesem Hostel. Es war so, ja, so zwei Häuser daneben war das, wo die eingestiegen sind. Dann habe ich die Adresse gezeigt und die Bestätigung. Er sagte, ja, das ist das zweite Gebäude hier. Und dann meinte er, das ist Booking, booking.com. Sag ich, ja. Dann hat er bloß gemeint gehabt, ja, da ist aber kein Hostel in dem Haus, das ist ein Fake, das ist bekannt. Da tut einer irgendwie, hat er bloß in Booking ein Hostel registriert, wo es kein Hostel gibt. Ich habe als Hostel sofort storniert, habe mir dann ein anderes Hostel angemietet. Das war eigentlich dann bei einer privaten älteren Dame. Die hat ein Zimmer vermietet, habe ich dann angemietet, kein privates Zimmer. Das Bett riecht so, das muffelt da drin so ein bisschen, das Bett riecht so nach Mischung zwischen Käsefüße und ja, verwester Katze, so in dem Bereich rum. Aber ich habe mir später rausgefunden gehabt heute, dass die einen Hund hat, weil sie wohnt mit ihrer Freundin in dem anderen Zimmer. Und dass die einen Hund hat und wahrscheinlich sperrt sie den Hund in das Zimmer ein und so riecht halt der Hund irgendwie. Ja, ich habe dann jetzt noch heute noch eine Nacht dort verlängert, dann gehe ich wieder weg von hier, von Neapel. Hier gibt es so einiges Schönes in Neapel zu sehen, aber ich habe es noch nicht gefunden, ich bin noch auf der Suche. Ich laufe heute bloß ein bisschen rum und schaue mir so die Stadt und Proben und ganz an, ich habe hier keine Ziele. Irgendwann will ich zurückkommen, ich will den Vulkan-Nationalpark will ich wandern, aber das mache ich jetzt hier im Hochsommer nicht und jetzt sowieso nicht, wo ich keine Zeit habe. Ha 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 ha.
ich laufe jetzt gerade eine Zickzackstraße hoch. Es geht zum Slalom. Und dahinter mir sieht man die Autos stehen. Und da sieht man hier die Tür in der Eingang. Ich laufe jetzt gerade auf den Dächern von den Häusern eine Straße weiter unten. Und wenn ich jetzt einmal ums Eck rumgehe, hier kommt die nächste Abbiegung. Und dann laufe ich auf den Dächern von den Häusern von der Straße. Morgen geht es dann weiter und dann heißt es Rom. Rumlaufen, ein paar Fotos machen, ein bisschen was anschauen. Wenn ich das finde, hier ist eine große Baustelle, die bauen anscheinend die weltschönste Metro. Ja, jeder sagt, er ist das weltschönste, das weltgrößte oder das beste in der Welt. In der Welt das kleinste, sagen auch manche, aber er hat die hässlichste Metro, wird kein sagen, kein Staat oder der hässlichste Park oder sonst was. Und es ist halt eine große Baustelle jetzt hier, es ist dreckig, es stinkt, es ist laut. Und ich hoffe jetzt mal noch die schöne Gegenden zu finden. Und jetzt werde ich noch ein bisschen spazieren gehen und werde mal einfach mal die Stadt noch ein bisschen anschauen. Mit dem Preis in dem anderen Bereich waren wir uns nicht so einig. Sie hat den Bus gehabt, was 17,50 heißt. Sie hat einfach gesagt, 17,15. Und irgendwann hat sie dann ihre Freundin, hat sie die Türen spalt auf, man sagt es zu ihrer Freundin auf Russisch, wie man das auf Englisch spricht, bei dem Preis. Und dann habe ich gesagt, okay, 17,50. Dann hat sie sich gefreut gehabt, dass ich es verstanden hatte und dass sie nicht eher noch englische Worte versuchen muss. Die Leute macht einen recht netten Eindruck, die ältere Dame. Sie kann aber auch einen Kauf 2,50 nicht rausgeben. Also wenn ich ihr das bezahle, 2,50 kann sie nicht zurückgeben, aber 3 Euro kann sie auch nicht zurückgeben. Ich habe dann den Verdacht gehabt, dass der Mann wahrscheinlich auf Booking.com ein Hostel angemeldet hatte, hat ein Band ans Telefon angeschlossen, das irgendwie sagt, er ist im Moment gerade nicht erreichbar, dass man dann zahlt. Und dass er noch einmal eine Provision kriegt von einem anderen Hostel oder von einem anderen Hotel, wo dann die Leute hinbringt und er sie abfängt.